Was geht ab? Ja, ihr habt das nicht gesehen. Ich habe eben mir ganz schnell das Lagerfeuer geholt, habe eben schnell abgespeichert. Ja, wie gesagt, ich hatte halt einen wichtigen Anruf bekommen oder gehabt. Und jetzt versuche ich irgendwie an die Blume zu kommen. Aber da war die Blume, genau. Wenn ich mir nicht gesehen werde, da ist halt die andere Frage, ne? Weil wurde ja schon öfters gesehen. Metallblume, ja. Dann wollen wir mal. Codefragment heruntergeladen. Funktion war aus dem Geist. Einer einzigen langen Rebe. Erwachsen 100 Anfänge. Funktion war. Ja. Ich weiß nicht, kriegen wir das? Da könnt ihr mir auch mal gleich mal antworten. Bekommt man da irgendwie eine Information drüber, was das auf sich Warum hat nicht? mit dem Dings, mit dem was jetzt zum Beispiel das zu bedeuten hat, von wegen mit dieser Metallblume, kriegt man da irgendwie Information? Lagerfeuer entdeckt. Komme ich da hoch? Nein, 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 nein. Oh. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Das Problem ist, ich bin so falsch rum rübergelaufen. Ich hätte einfach. Obwohl. Ja, ich hätte einfach noch ein bisschen weiter. Ja. Obwohl hier ist noch ein, was ist das eigentlich? Ja, okay, warte mal. Ich will da auf jeden Fall da noch hin. Ich muss einmal hier außen rum. Ja, genau. Weil dann haben wir den Ort auch freigeschaltet, weil dann wissen wir, was das für ein Ort ist. Können einmal ganz kurz speichern. Eine Siedlung. Ah, okay. Das ist die Jägersiedlung. Mal gucken, was die hat oder was die haben. Seilwerfer, Stolperfalle, Kriegsbogen, Scharfschuss, Rassler, Sprengschleuder, Kaja, Jägerbogen. Ich glaube, ja, den habe ich. Schleuder. Stolperfalle, Scharfschussbogen, Schattenschleuder. Ja, das wäre mal nicht schlecht, aber dafür brauche ich 650 Metallschwärme und irgendwie so eine Kristallgeflecht. Ja, die habe ich aber nicht. Aber wir könnten gucken, was wir verkaufen können. Wir haben das Herz, ein altes. Nee, das nicht. Oder? Ach so, ja. Glattes altes Amulett, ja, okay, können wir doch verkaufen. Poliertes Amulett. Das wollen die nicht. Reflektierendes altes Amulett. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber ich glaube mal nicht, ne? Schlagscheinglas. Braucht man das nicht für eine Quest? Nee. Oh, Mann. Nee, doch. So. Wächter, alte Halskette, altes Metallauge, ist Plünderer, Graser, Stürmer, Sägezahn, Fuck. Warte, was? Grauhabichtlinse, Fuchsknochen. Also bei den Händlern ist das begehrt, okay. Rattenknochen. Okay. Ja, okay, das können wir jetzt auch mal wieder wirklich verkaufen, ne? Dieser
In der alten Ruinen, das ist eigentlich das nicht. Dosenöffner, das ist kein Zahnstocher. Der Ring brauchen wir, glaube ich, für die Dings. Was ist das? Fleischstück. Okay, das ist zur Herstellung. Ja, das war's eigentlich, ne? Und an Outfits. Ah, ne, das ist. Ne, Moment. Outfit. Bannock, das haben wir ja. Effekte 10, da haben wir ja diese Effekte 5, Feuer, also diese Schutz. Hier haben wir diese Verderbnis, Schutz. Dann diese Nora, da hat halt nur diese komische Dings. Dann hier nur 1. Hier haben wir wieder Nora Überlebende, aber da brauchen wir eine Breitkopflinse. Ja. Hier, das hier könnten wir kaufen. Da hätten wir direkt 15. Ja, immer her damit, ne? Ausrüsten, ja. Ausrüsten, so. Dann haben wir das hier schon mal in 15% und ja. Und haben halt noch eine Modifikation. Also das heißt, wir können das noch modifizieren. Ja. Und wir haben uns jetzt erstmal ausgerüstet. Natürlich würde ich gerne speichern wollen, weil ich bin ja nicht umsonst hier schon angekommen, ne? So, dann... Das ist schon ein bisschen frivol. Dann wollen wir uns hier um diese Bannock-Figur kümmern. Wie wir da hochgehen können, den Comic gucke ich einmal hier. Vielleicht hier hoch? Warte, Moment, da ist, kann man klettern. Jo, jetzt sind wir hier. Moment. Ah, warte mal. Da geradeaus ist was. Brauchen wir noch den Fuchs? Wenn wir den Fuchs nicht gebraucht haben, ja, okay. Also Fuchs ist nicht mehr. Ist ausverkauft. Also nicht ausverkauft, na, in dem Sinne. Aber ich glaube, wir brauchen den nicht mehr. Da kommen sie. Was? Wer? Wer kommt? Wer? Wer kommt? Die schreit da auf einmal. Ja, da kommen sie. Wer kommt? What the shit? Will die Alte mich verarschen, ey? Die sagt da, da kommen so und... Ah, nee. Kann gar nicht sein, weil wir... Keine Ahnung, ey. Egal. Irgendeine Reliquie? Irgendeine Reliquie, ja, Bannock-Figur. Tektuk, auf diesem Gipfel benenne ich dich als meinem Sohn. Was ich von meiner Verbannung nicht konnte. Signak, der Häuptling meines Veraks, hielt dein Blut für seines. Doch die Wahrheit war so klar wie die Farbe des Himmels, gemalt in deinen Augen und in meinen. Und während ich in diesem fremden Land umherziehe, ist es nicht Signaks Tod, der mich schmerzt, noch die Erinnerung an Illy, deine Mutter. Und auch nicht der Verlust des schneebedeckten Ban-Ur, meiner Heimat, sondern das Schweigen, das zwischen uns lag, obwohl wir Vater und Sohn hätten sein sollen. Ich male meine Zeichen hier für dich hin, für dich und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Also entweder, jetzt mal Butter bei den Fischen, entweder ist der Sohn auf irgendeine Art und Weise gestorben. Das ist halt, was ich jetzt denke. Ja. Oder er hat keinen Kontakt zu ihm, also zu seinem eigentlichen leiblichen Vater. Und so wie ich es aber auch rausgehört habe, ja,
muss es ja wohl da das sein, dass die Person ja auf irgendeine Weise fremdgegangen ist. Weil wenn der Vater, wenn der dieser Signak, dieser Häuptling da mit dieser Illy verheiratet war. Und das Kind ist nicht von ihm. Und jetzt ist die andere Frage. War die gute Illy mit dem Häuptling noch verheiratet? Oder war es so, dass sie halt fremdgegangen ist? Und ja, Und irgendwie eine Fehde dazwischen war, oder zwischen Häuptling und das reibt ein bisschen. TikTok oder irgendwie wie der heißt, Plünderermaschinen. Sind alles Plünderer, okay. Ah nein! Bitte, du siehst mich nicht! Bitte, lass mich in Ruhe! Hau ab! Ich sag hau ab und renn einfach mal schön weiter. Mir nix, dir nix. Oh ja, guck mal, ich lauf hier rum. Ich bin hier, ich bin da. Guck, guck. Ja. Sehr intelligent. So, wir müssten eigentlich, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ich glaube, hier holen wir uns erstmal den Lagerfeuer. Und da ist noch eine Metallblume. Es ist die Frage, wir gehen jetzt erstmal Metallblume holen. So. Ganz einfache Kiste. Ah, ich werde schon wieder entdeckt. Alter, das ist was für eine Reichweite, diese dämlichen Viecher da auch haben, ne? So, Moment, wo geht's wo lang? Oh. Ja. Da ist ein verdorbener Dienstzone. Ich glaube, hier, wo die warte mal. Jetzt muss ich einmal gucken. Einmal nur glotzen, weil, ne, ich muss auf meine schlaue Karte gucken. Da kommen schon welche mit Aussicht. Fragmenten und so, ja, okay. Dann werden wir hier mal schön rumgeistern, nachdem ich hier erstmal weggerannt bin. Ja, 600 Meter. Ja. Und immer schön leise. Du wirst ja nicht mehr verfolgt. Moment. Ja, ich bin dabei. Wo soll die denn sein, bitteschön? Soll die da... Geht's da nach oben? Irgendwie... Ich bin doch schon oben. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Irgendwie sehe ich das mit der Metallblume nicht. Waschbär. Aber. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen und ich springe im Wasser. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Ach meine Güte, stell dich nicht so an, Eloy. So, wir haben die vom ersten Set die Metallblume direkt komplett. So.
jetzt lesen wir mal. Codefragment heruntergeladen. Funktion wahr. Das Orden der Verwirrung, der Weide, liegt am Wind. Funktion wahr. Okay. So, wir haben hier die verdorbene Zone und ich weiß, ja, ist ein bisschen weiter noch entfernt. Und da ist auch irgendwo dieser Aussichtspunkt. Das heißt, wir kümmern uns um die verdorbene Zone. Ja. Kann ich das nicht aktivieren irgendwie? Nee, kann ich leider nicht. Also ich muss wirklich dann, ja, den Weg nehmen und dann da hoch und dann da runter und hast mich gesehen und da und dies und Und ich muss vorher meine Feuerpfeile ausrüsten, weil das sonst nicht funktioniert. Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat, es liegt in Trümmern. Ja, ist schon dir schon klar, ne? So, Heilkräuter können wir nicht benutzen. So, wir verdorbener Plünderer. Da war ein verdorbener Wächter, noch ein Wächter. Der ist ein Wildschwein. Könnten wir schaffen. Auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nur nicht, wie wir das schaffen. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Verdorbene Wächter. Das Gute ist, ich glaube, die kommen nicht in meine Nähe. Oh. Das Problem ist, ja, du kannst machen und tun, was du willst. So, haben wir das jetzt? Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Oh, ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Natürlich mal wieder, ne? Alter. Ich muss echt lernen, auszuweichen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiche ihn später noch. Ja, das ist mir klar. Deswegen sammeln wir es ja auch auf, ne? Ja, weiß nicht. Also ich dachte erst, die kommen gar nicht da hier rüber, weißt du? Weil ich irgendwie so stand. Ja, aber ich habe mich mal da wieder richtig schön überschätzt, ne? Und hier ist noch ein Lagerfeuer. Da speichern wir mal schnell eben ab und dann gucken wir mal, wo genau was wo sein soll. Also, wir sollen... Ist das hier direkt? Alter, ich kann manchmal meine Sachen echt nicht selber sehen, ey. Also hier irgendwo soll... Oder hier? Nee, dieses etwas da. Also hier so. Also hier. Sag mal, hier soll irgendwas sein. Irgendwie eine Aufzeichnung, glaube ich. Oder so. Ja, wie ich es halt an meine schöne Karte, die ich mir hier mit großer Mühe gemacht habe. Da, warte, wo habe ich das? Ich laufe direkt darauf zu.
Ach, da. Wenn man mal auf den Boden gucken würde, ne? AIDS Venue Staffing Werbung Datenbank beschädigt. Eine wichtige Nachricht von EZV Venue Staffing. Öffentlich verfügbare Daten zeigen, dass Ihnen eine Konzerthalle, ein mittelgroßes Theater, eine Arena, ein Veranstaltungszentrum oder ein anderer Veranstaltungsort gehört, von Ihnen geleitet wird oder Sie anderweitig mit der Personalabteilung der jeweiligen Einrichtung in Zusammenhang stehen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, ob EZ Venue Staffing Ihr Security-Subunternehmen für Ihre nächste Veranstaltung werden soll. Roboter-Sicherheitspersonal ist sicher effizient und wachsam. Hier finden Sie die Meinung einiger zufriedenen EZ Venue Staffing-Kunden. EZ Venue Roboter sind toll! Unsere Veranstaltungen liefen noch nie so glatt wie jetzt. Anna Hutchings Sterling Malkiet Arena. Ich habe erst gezögert, die Sicherheitsfirma zu wechseln. Aber ich hätte gar nichts Besseres tun können. EZ Venue ist einfach da und alles läuft. Ray Crewson, San Diego, PhenomCon. Moment.
Entschuldigung. Wo war ich jetzt gerade? Ja, wir waren bei Ray Grüßen San Diego Phänomencon. EZ Venue Staffing ist der Wahnsinn. Die Einheiten, die sie uns geschickt haben, sichern den Club und bleiben von der Tanzfläche weg. Kann ich gar nicht genug empfehlen. Orlando Pack Atlatl Club. Das Problem ist mit Robotern. Na, es ist halt ne Roboter, ne? Man weiß halt nicht, was die, ne, wirklich, ja, wollen, ne? Oder ob die auch wirklich gut sind, ne? Aber egal, muss jeder selber wissen. So, wir gehen jetzt einmal hier weiter. Moment, wo war das? Ist das hier direkt? Ist das hier? Moment. Da ist das. Das ist hier so. Ach, den Banditenlager können wir auch gleich mitmachen. Meine Güte, ey. Den Krim machen wir dann mit. Aber hier irgendwo ist noch ein... Ja, das muss hier so sein. Moment, hier. Nein. Ne, Moment. Machen wir das mal. Ja, das ist hier. Genau hier in dem Lager hier. Da. Ungefähr. Das heißt, wir nehmen uns den Banditenlager vor. Ist ja nicht so, dass wir was anderes vorhätten. Nee, eigentlich hatten wir gar nichts anderes vor. Eigentlich wollten wir ja nur uns die Dokumente hier holen, die wir haben. Ja, machen wir. Weil das ist eh Stufe 9er. Ja, und von daher kriegen wir die voll leicht erledigt. Ja, und wenn wir das überhaupt in dieser Folge schaffen, ne? Noch weiter hoch? Warte, hier irgendwo muss der sein. Ich hüpfe darauf zu. Moment. Da! Und weiter geht's. Robba kommt. Werbung. Datenbeschädigung. Partiell. Robba bald auch in ihrer Nähe. Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für Druckwertempfänger. Wussten Sie schon, dass Robba Amerikas führende automatisierte Brauereibar eine Filiale in Ihrer Nähe eröffnet? Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind landesweit für ihre köstliche Auswahl in Kraftbieren, kunstvollen Interpretationen, klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Machen Sie diese Nacht in unsere neuen Filiale in Druckerwertempfängerort. Ah ja, da ist dann halt der Ort. Zu einer Robbernacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. Okay, ja. Nein, danke. Wir müssten einmal das hier wechseln. Das hier müssten wir auch mal... So, da sind 15. Da können wir auch noch eben eins machen. Da sind 10. Machen wir das. So. Oh ja, das hier brauchen wir. Gut, dass ich das gefunden habe. Ja, aber... 30 Minuten, okay, das kriegen wir ja schon auch noch hin. Oh. Ein Angriff! Die Mistkerle sind... Das kriegen wir wohl auch noch hin. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdorf.
Ja, aber das war mein Problem, mein Fehler, weil... Ich glaube, die töten auch die Dings, ne? Die töten ja auch dann die Geiseln, ne? Kann das sein? Das ist ein neuer Level 9er Lager. Verflixt doch mal. Ja, im Kampf kann. Ach so, ich bin. Nicht nachlassen. Ach komm, wisst ihr was? Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Ich mache hier mir stiller Schlag und bitte. Der ist fällig. Ach, da steht der. Alter, bleib doch mal stehen, du Idiot. Oh, das war der Eiszapfen. Alter. Was eine ordentliche Abreibung, so wie du es jetzt bekommst. Warte. So. Wo ist sie? Los, keine Gnade. So. Alter, treffe ich auch mal? Nee. Boah, ich treffe nicht, ne? Der trifft, kann über Ecken schießen, ne? Und ich treffe gar nicht, ja. Also, normal ist das echt nicht. Das ist echt nicht normal hier. Wachsam bleiben. Ja.
Okay, das war's. Wir haben's erledigt. Yay! Wie schön, wie schön, wie schön. Jetzt können wir hier erstmal hier ein bisschen plündern. Einmal schnell speichern. So, und hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gucken wir mal, was wir hier so holen können. Ich will, wie gesagt, das hier holen, aber mir fehlt eine Kristallflechte. Und vom Outfit her, eigentlich hat sie ja nichts mehr, was ich hätte haben können. Ne? Weil das, was ich habe, habe ich ja schon. Und ja, mehr gibt's hier bei ihr auch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist noch eine Heilpflanze. Die müssen wir ja auch noch sammeln. Einmal Heiltrank nehmen. Und dann gucken wir hier mal, was es hier noch so gibt. Was soll falsch daran sein, für einen Moment die Schöpfung der Urmutter in Ruhe zu genießen? Jo. Ja, das, wie gesagt, das Problem ist halt, ich habe hier... Leider sind hier viele, viele... Sie soll an der Seite von Bast und Vala gekämpft haben. Nein, die wollte ich jetzt nicht haben, aber ich suche eigentlich irgendwelche Schätze, die ich vielleicht... Nein, da habe ich alles. So, da haben wir den Händler. Ich wollte eigentlich... Einmal nachgucken wegen Dings, ne? Wegen der nächsten... Okay, wir nehmen uns erstmal das Panorama vor. Das heißt, wir gehen dahin, weil hier ist auch noch etwas, wo wir hin müssen. Ja, Brustmahlzeit. Ja, wir müssen eigentlich hier... Nein. Wir gehen den üblichen Weg runter. Keine Abkürzungen. Eloy, keine Abkürzungen. Wobei... Nein. Alter Schwede, was mache ich denn da? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das Wasser tief genug ist. Alter. Endlich. Ja. Endlich. Alter, wenn die so quatschen könnte, ne? Die so mit allen quatschen könnte. Was glaubt ihr, was sie sagen würde? Ich denke, sie würde sagen, ey, was machst du da? Ja. Gute Frage. Sie ist da entlang. Gute Frage, Eloy. Gute Frage. Ich weiß es nicht, was ich da mache. Aber wir wollen jetzt zum Panorama. Und dann nehme ich auch mal eine Abkürzung. Wenn wir nicht da hoch müssten. Und ich habe irgendwie das bedürfende Gefühl, das blöde Gefühl, wir müssen da hoch. Sind wir überhaupt schon da? Sind wir schon da und was ist passiert? Wer ist Dings abgewecken aus dem Kreis raus? Das Problem ist, wir müssen trotzdem hier irgendwie hoch. Wo soll das denn sein, bitteschön? Da oben. Da ist Vorratskiste. Ach so, hier gibt's eine Kiste. So, erstmal die Vorratskiste. Dann R3.
Und? Amoka Shitstorm, pur Tag 8. Verdammte Scheiße. Dieser defekte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ah, und ich war so ein Arschloch. Ja. Dann gucken wir mal. Notizbuch, Sammelobjekt. Nee, eigentlich das. Punkte war das. Ja. Und. Nee, gar nicht. Sammelobjekte. Ja. Und wir haben den ersten Set frei. Bridal Veil Falls. Gefunden südöstlich von Tagturm. So. Das war der. Jetzt kommt der Text. Ma. Es ist unglaublich, dass ich auf diesen Ort gestoßen bin. Natürlich erinnere ich mich an deinen Unfall. Ich hatte nur vergessen, dass es hier draußen passiert ist. Das war vor Wyatt natürlich, als die Zeit für uns echt hart waren. Ich war 10 oder 11 und habe schon jeden Tag das da geraucht. Und du hast immer gearbeitet, in dem Job, um den du Metallurgik anbetteln musstest, nachdem sie uns um die Hinterbliebenen Rente betrogen hatten. Es muss furchtbar gewesen sein, für das 1,5-fache Grundgehalt Minenroboter in den Schächten zu warten. Aber so hast du uns durchgebracht. Als der Heber dich verletzte, sagte der Vorarbeiter, es sei deine Schuld gewesen. Er sagte, die Telemetrie zeige einen menschlichen Fehler, deinen. Als du mir erzählt hast, dass die Telemetrie gefälscht wurde, habe ich dir nicht geglaubt. Ich habe dir die Schuld an deiner Verletzung gegeben, genau wie die Firma. Ich war wirklich ein toller Sohn. Ich begriff die Situation überhaupt nicht. Die Abweisung einer Schadensersatzzahlung war der finanzielle Todesstoß. Wir wären fast auf der Straße gelandet und deshalb bist du mit deiner Beschwerde durch die Instanzen gegangen, immer höher, bis du schließlich in Wyatts Büro gelandet bist. Er ordnete eine Untersuchung an, was richtig war, obwohl ich mich immer gefragt habe, wie objektiv seine Entscheidung wohl war. Die Untersuchung bewies, dass es die Telemetrie manipuliert worden war und dein Anspruch berechtigt war. Und mit dem Implantaten und der Kybernetik warst du bald so gut wie neu. Es sah so aus, als sei alles wieder heil, was kaputt gegangen war. Verdammt, nur 6 Monate später hat das mit Wyatt angefangen. Also wurde sogar noch unsere Armut behoben. Was wir natürlich nicht wussten, war, dass du vergiftet worden warst. Du warst Lubor 6 ausgesetzt. Es war in den Reinigungsmitteln, die du für die Robotergelenke verwendet hast. Es sollte noch Jahre dauern, bis wir etwas über die Langzeitwirkungen erfuhren. Aber der Schaden war schon angerichtet. Dieser verdammte Job, mit dem du mich ernährt und gekleidet hast, hat dich umgebracht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal Danke gesagt hätte. Dieser Ort soll verdammt sein. Tja, was Mütter für ihre Kinder tun, ne? Der ist schon, ja. Da sollten wirklich die Kinder wirklich mal dankbar sein für das, was die Eltern wirklich für die Kinder tun, weil sowas ist nicht selbstverständlich, ne? Jetzt sind wir hier, ne? Wir waren da, da war der Panorama, wir müssten hier runter, ne? Gut, wir müssen ja eh hier zum Lagerfeuer gehen und, dann zu der Verdorbenheit, Verdorbenheit, ne, weil, warum sag ich das? Weil wir müssen uns ja um die eine Quest ja auch noch kümmern, die ja auch, nein, das brauchen wir jetzt mal wirklich nicht. Die ja auch gesagt wurde, ja, hier, pass auf. Das und das musst du beseitigen, ne, von der einen hier, die Heimat, ne. Händler haben wir auch entdeckt.
Ich möchte aber... Nein, ich will aber jetzt keine Blume sammeln. Ich will einfach mal abspeichern. So, und klar, für eine Alleinerziehende... Ich kann mir gut vorstellen, für eine alleinerziehende Mutter in so einem... Wie soll ich sagen? Leben? Ja, in so einem... Einem Jahr, wo halt eine... oder bevor das überhaupt kaputt gegangen ist, ne, untergegangen ist, Entschuldigung, muss das wirklich schwer gewesen sein, zumal diese Roboter und alles wird von Robotern nicht kontrolliert, aber ne, von den Robotern halt die arbeiten. Und das, ne, ist schon, kann ich mir gut vorstellen, dass dann, gesagt bekommen, dass man dann noch gesagt bekommt, ja, von wegen. Das ist deine Schuld, ne? Ich meine, es war ja nicht ihre Schuld, so, war, wisst ihr, was ich meine? Alter! Warte, ich kann hier stehen. Da ist der nächste. Den holen wir uns auch mal. Ah, so weit kann ich nicht. Na, und da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann, na, das, was wenn alle, da ja alles, da ja alles hier, na, über, ja, was soll ich sagen, ne? Maschinen gemacht, wo wird, ne? Wo Maschinen nur arbeiten und du musst halt, ja, du stehst dann halt irgendwie blöd rum. Ich kann mich entspannen. Ja? Und warte, musst da hier so warten, ja? Und dann hast du noch einen Job, ja, bei einer geldgierigen Firma, ja, und wirst noch um alles betrogen, ja, die verarschen einen bis vorne und hinten, ja, wo du dann dir denkst, Alter, was geht ab, ne, was macht ihr, ne? Thank you.
Alter, dieses Vieh geht mir richtig grad auf die Sechse. Ja, und weg bist du. So. Ja, und sie, dass auf jeden Fall betrogen wird, ne? Um was hat sie denn schon? Nichts. Sie hat einen Unfall gehabt, ja? Ein Unfall, und dann heißt es, hast du Pech gehabt, ne? Du kriegst von uns nicht, ne? Und das ist extrem schlimm, ne? Also wirklich schlimm. So, ich weiß nicht, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin hier, und wo soll der sein? Hier ungefähr, hier soll ein Datenfragment sein. So. Also laut dem, was ich... Alte Trümmer. Bei diesem Sturm kann man überhaupt nichts mehr hören. Ach, stell dir vor, und sehen kann man auch nicht. So, wir haben hier eine Uhr. Ach, da ist er. Da. Erste Schritte mit Tido. Textdatenpunkt Welt. Vielen Dank, dass Sie den Tido Wohnorganisationsassistenten gekauft haben. Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihren TDO durch das Setup zu führen. Räumen Sie Ihre Wohnung gründlich manuell auf, bevor Sie Ihren TDO aktivieren. Keine Sorge, es wird das allerletzte Mal sein. Laden Sie die TDO-App auf Ihr persönliches Argumentationsgerät herunter. Den Aktivierungscode finden Sie auf der Unterseite Ihres TDOs. Schalten Sie Ihren TDO ein. Sagen Sie dem TDO über die App, für welche Zimmer er zuständig ist. Nach 3 Minuten hat der TDO den Grundriss Ihrer Wohnung und die Standorte Ihrer persönlichen Gegenstände gespeichert. Entfernen Sie für Testzwecke 5 bis 10 Gegenstände von Ihrem gewohnten Standort. Sagen Sie zu Ihrem TDO Putzzeit. Wenn Sie die Anweisung befolgt haben, ist Ihr TDO jetzt in der Lage, Ihre Wohnung sauber und organisiert zu halten. Viel Spaß mit Ihrem TDO Wohnorganisationsassistenten. Alter Schwede, Mann. Das möchte ich auch manchmal haben. Wisst ihr das? So, und dann soll der Letzte hier in der Mitte sein. Also hier so, hier in dieser Ruine. Jetzt gucke ich einmal. Das wird knapp, weil 54 Minuten. Das heißt, ich muss echt Hackengas geben dabei. Na, das Vorlesen ist ja auch noch viel. Und dann muss ich ja auch noch schnell zum Speichern. Ne? Und halt. Oh, bitte. Scheibenklasse. Ich dachte, da wäre Wasser. Doch, da ist Wasser. Alter. Bin ich doof oder was? Ah, das sind Krokodile. Warum sagt mir das denn keiner? Okay, wisst ihr was? Krokodile hin oder her, ja? Wir gehen... Nein, pass auf. Nein, 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 nein. Nein. Wir reisen jetzt mal einmal zurück, speichern, und dann verabschiede ich mich. Und dann gucke ich, wie wir diesen Alligator-Gedöns da kriegen. Also, nee, nee. Also wirklich, ne? Das sind Alligatoren. Alter, was soll der Mist? Verflixt. So, Leute, das war's fürs Erste. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, was ich als Nächstes mache. Ich glaube, jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir gleich... Ja, nee, schaffe ich nicht, noch eine Aufnahme zu machen von The Witcher. Das heißt, das muss ich später noch machen oder irgendwann. Auf jeden Fall war es das fürs Erste. Danke fürs Reinschauen, fürs Einschalten, meine Güte. Lasst ein Abo da, ein Feedback und ein Däumchen nach oben. Und ja, ihr könnt halt mal Vorschläge machen, was ihr gerne noch auf meinem Kanal sehen wollt. ESO, da war die Antwort nein, und das bleibt auch nein. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bye, bye.